Gibt es aktuell einen gewissen Trend oder eine gewisse Richtung, welche lieber momentan gekauft werden? Zurzeit sind es die italienischen Linien. Die italienischen, ja. Dachte ich mir. Was halten Sie denn von diesen Angeboten, vermeintliche Maßkleidung für vergleichsweise kleines Geld über das Internet bestellen zu können? Ich würde sagen, gar nichts. Man kann sich nicht selber vermessen. Es wird dann bestellt und wird zurückgeschickt, wie es sehr oft ist, ja, auch bei Fertigkleidung. Aber es ist, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Mhm. Neben der Passform sind ja auch die Materialien wirklich entscheidend, ob man sich jetzt in seinem Anzug wohlfühlt oder eben nicht. Was gibt es denn da so alles zu beachten? Also man sollte im Sommer möglichst leichte Qualitäten nehmen. Also man kann eine Wolle-Mohair-Mischung nehmen. Die Mohair ist auch eine Faser, die sehr kühlend wirkt. Man kann auch Baumwollanzüge, Leinenanzüge für den Sommer nehmen. Für den Herbst-Winter sollte man eher diese Streichgarne nehmen, die ein bisschen wärmer sind, wolliger sind. Es geht von reiner Schulwolle über verschiedene Mischungen von Wolle mit Kaschmir oder Kaschmir mit Seide. Seide hat eigentlich es hat sehr gute Eigenschaften. Seide wirkt im Sommer kühlend und im Winter wärmend. Mhm. Also Seide ist fast die perfekte Mischung für Mischqualitäten. Mhm. Und im Futterbereich sollte man ja schon auch achten, was man... Ja, also im Futterbereich, ich würde für ein Sakko nie ein Polyamid- oder Polyesterfutter nehmen oder ein Acetat auch nicht. Also wenn, sollte es ein Viskosefutter sein oder das sogenannte Bembergfutter. Bemberg ist ja auch eine Zellulosefaser, wird aber aus der Reste von Baumwolle gefertigt. Mhm. Also es ist eine natürliche Faser. Viskose ist auch eine Zellulosefaser, die auf Basis von Holz entsteht. Also es sind beides natürliche Materialien und die auch einen Klimaaustausch möglich machen. Also Wärme gut nach außen hin abgeben. Das ist ja besonders im Winter als auch im Sommer wichtig. Extrem wichtig, genau. für besonders auch Geschäftsmänner, die ja wirklich einen Anzug tragen müssen, genau. im Büro. Und ja, wie pflegt man denn seinen Anzug richtig, dass man auch lange Freude davon hat und auch lange was davon hat, wenn man auch viel Geld da vielleicht dafür ausgegeben hat? Also man sollte dem Anzug immer Ruhe geben oder die Zeit geben, sich zu erholen. Also man sollte möglichst nicht 2 Tage nacheinander den gleichen Anzug anziehen. Mhm. Man sollte ihn gut lüften und nach Möglichkeit wenig reinigen, weil die Reinigung schadet immer der Faser. Das heißt, was empfehlen Sie, also wenn den ganzen Tag ihn anhatte, den Anzug? Genau. Also lüften, gut lüften, sehr gut, wenn jetzt einer sehr transpiriert hat und der Anzug ist durchgeschwitzt, dann muss man ihn reinigen. Aber wenn es nur jetzt vom Tragen ist, gut durchlüften und wenn er nicht verschmutzt ist, würde ich ihn lieber, wenn er verknittert ist, aufbügeln lassen. Mhm. Das ist besser, als ihn zu reinigen. Mhm. Wie viele Maßanzüge haben Sie selber mittlerweile? Ich habe sie nicht gezählt, aber es sind sehr viele. Es sind sehr viele. Über 50 oder? Ich denke schon. Okay. Also ich habe sogar noch Anzüge aus den 80er Jahren. Gut, die sind nicht mehr jetzt vom modischen Aspekt aktuell, aber ich könnte sie noch tragen. Sind meistens 3-Knopf oder auch in 2-Reihe. Aber ich habe neulich mal einen anprobiert und er würde noch passen. Er würde noch passen, das ist schön. Wie entscheiden Sie sich denn selbst morgens für ein Outfit? Also das ist immer wetterabhängig oder je nachdem, was für Termin ansteht. Okay. Welche Tipps haben Sie, wenn jemand zum allerersten Mal in seinem Leben zu einem Schneider gehen möchte? Worauf sollte der achten? Mit was für Gedanken sollte er reinkommen? Worüber sollte er sich selber vorher Gedanken machen? Also es gibt ja heutzutage das Internet, wo man schon viel Information bekommt. Man kann auch noch mal einen guten Freund zu Rate ziehen, ob der schon mal beim Schneider war. So, und als erstes sollte er wissen, wofür braucht er den Anzug, zu welcher Jahreszeit, zu welchem Anlass. Weil ein klassischer Businessanzug sieht anders aus als ein Hochzeitsanzug beispielsweise. Und ich würde immer empfehlen, nicht gleich bei einem High-End-Produkt einsteigen. Mhm. Langsam herantasten
Und man merkt auch dann klar die Unterschiede und weiß auch dann, wofür man im Endeffekt auch mehr bezahlt. Ja. Wie kann man sich denn den ersten Termin so vorstellen? Weil ich glaube auch viele, die eben noch nie waren, wissen ja gar nicht, auf was sie zukommt dann erstmal. Genau. Also vor Ort bei dem Berater will ich erstmal loswerden, wofür ich den Anzug brauche und was zu welchem Anlass und was sollte der Anzug können? Sollte er jetzt möglichst knitterfrei sein oder soll er möglichst glänzend oder darf er gestreift sein, wo soll er Uni sein? Das müsste man schon erörtern oder sollte man vom Vorfeld wissen. Dann kann man von dem Berater erfahren, okay, welche Qualitäten sind gut. Nicht immer, was teuer ist, ist auch gut. Man hat hochwertige Stoffe, beispielsweise die ab Super 150 sind, die sehr teuer sind, aber natürlich empfindlicher sind als ein Super 100 oder Super 110. Und da, wenn er den Anzug jetzt einen ganzen Tag im Businessbereich anhaben muss, wäre die Super 150 Qualität nicht die richtige Qualität beispielsweise. Und woran erkenne ich, ob ein Maßschneider ein guter Maßschneider ist? Also ich denke mal, da gibt es auch sehr viele Informationen im Netz mittlerweile. Ansonsten, wenn er zu schnell ist, wenn er jetzt sagt, wenn Sie als Kunde kommen und Sie sind in einer halben Stunde wieder draußen, dann hat man nicht die richtige Zeit dafür für Sie sich genommen. Wie lange dauert denn normalerweise so ein erster Termin? Also ein erster Termin, würde ich schon sagen, sollte man gut eine Stunde, anderthalb Stunde einrechnen. Man braucht fast eine Stunde, bis man das richtige Material gefunden hat. Man muss auch erklären mit dem Innenfutter und. Man muss die verschiedenen Varianten auch erklären. Was ist jetzt eine gerade Tasche, was ist eine schräge Tasche oder was sind aufgesetzte Taschen? Wie viele Innentaschen brauche ich? Was will ich alles unterbringen in dem Sakko? Und dann sollte man sich so ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde Zeit nehmen zum Vermessen. Beim ersten Mal ist das ganz wichtig. Und wie lange dauert es dann, bis der Anzug wirklich zum Schluss fertig ist? Also wir haben ja durch diese verschiedenen Verarbeitungsstufen auch verschiedene Arbeitszeiten da rein. Also der normale Anzug, der semi-traditionelle, unser Einstieger oder unser Standard bei Kurve dauert 4 bis 6 Wochen, dann 6 bis 8 Wochen die Handmade-Linie und das Meisterstück würde ich sagen so zwischen 2 und 4 Monate. Okay. Was können denn jetzt junge Männer machen, die nicht viel Geld haben, um es auch auszugeben und sich dennoch aber stilsicher einfach anziehen möchten? Haben Sie da so ein paar Tipps? Also ich würde sagen, am besten sich nicht verkleiden. Am besten das anziehen, was zusammenpasst. Sei es modisch, sei es auch konservativ oder klassisch. Man kriegt heutzutage schon für kleines Geld einen guten Anzug, aber dann sollte der Anzug auch als Anzug getragen werden und nicht jetzt die Anzugjacke kombinieren mit einer Chino oder mit einer Jeans. Wenn, dann Anzug. Dazu sollte ein möglichst schlichtes Hemd getragen werden, entweder ein weißes oder ein blaues, je nach Farbe. Und wenn man Anzug trägt, sollte auch eine Krawatte dazu kommen. Was ist der größte Fehler, den ein Mann beim Anziehen machen kann? Also ich würde sagen, jetzt, wenn man Blau mit Schwarz kombiniert und vielleicht noch bunte Socken dazu anzieht. Also das geht gar nicht. Okay. Haben Sie noch so 5 Top-Tipps für ein stilvolles Outfit? Also ich würde sagen, wenn, wie gesagt, Anzug mit Weste oder Anzug zweiteilig, man kann auch ein Blazer alternativ dazu anziehen. Wenn man es eher klassisch mag, zieht man eine graue Stoffhose dazu. Je nachdem Herbst, Winter, eine schöne Flanellhose, die auch als Anzugersatz geht. Man könnte dann auch als ein Blazer mit einer Chino kombinieren, je nach Anlass, zu welchem Anlass man das auch anzieht. Es sollte immer auch möglichst ein Einstecktuch getragen werden. Der Gürtel
Der Hosengürtel sollte zu Schuhe passen. Das sind so Sachen, die zum Stil dazu gehören. Ja. Was darf denn in keiner Herrengarderobe fehlen, Ihrer Meinung nach? Also ich würde sagen, ein dunkler Anzug ist ein Muss. Ja. Dunkel in dunkelblau oder dunkelgrau, oder? Dunkelblau, grau, ja. Es kann schwarze würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Man kann auch ein dunkelblauer Anzug oder einen anthrazitfarbenen Anzug zu festlichen Anlässen oder aber auch zu einer Trauerfeier anziehen. Ansonsten sollte ein Blazer, ein Mantel auf jeden Fall auch, sollte in der Herrengarderobe da sein. Mhm. Und wenn Mantel, sollte auch ein Schal dazugehören. Mhm. Ja. Dankeschön. Gerne. So, jetzt kommen wir zum Schluss. Wir haben noch eine kleine Smalltalk-Runde vor uns. Sie dürfen gerne wieder mit einem Wort bzw. mit einem Satz antworten. Welche drei Dinge muss man mit zwei N unbedingt im Leben einmal gemacht haben? Also ich würde als erstes sagen, viel reisen, weil Reisen bildet einfach. Man muss auch ein bisschen über den Tellerrand rausgucken und gucken, wie in anderen Ländern sich die Menschen kleiden, wie die sich verhalten, wie die zu einem Geschäftsessen gehen oder zu einem Geschäftsgespräch gehen. Dann möglichst viele Menschen kennenlernen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Und für mich ist auch wichtig, viele Sprachen sprechen, wenn es möglich ist. Mhm. Welches Buch sollte man mal gelesen haben? Also ich meiner Meinung nach ist es oder für mich das wichtigste Buch über den Umgang mit Menschen von Knigge. Also da steht vieles drin, auch was die Stilrichtungen angeht oder wie man sich kleiden sollte und so weiter. Also das ist schon ein sehr wichtiges Buch für mich. Mit wem würden Sie gerne mal ein Gläschen Wein oder auch ein Fläschchen Bier trinken und über welches Thema würden Sie mit dieser Person gerne sprechen wollen? Es gibt in Deutschland gab es einen sehr guten Schneidermeister, ist leider schon verstorben, der hieß Willy Flingelli. Das war ein exzellenter Schneidermeister, der hatte so eine perfekte Schnittführung. Also bei ihm sahen die Anzüge immer aus, als wenn die, wie soll ich sagen, auf jeden Träger einzeln angefertigt werden oder speziell für den angefertigt werden. Also er hatte eine sagenhafte Schnittführung. Mhm. Und darüber würde ich gerne mit ihm sprechen, wie er das gemeistert hat. Wenn Sie eine Sache auf der Welt verändern dürften, was wäre das? Tja, mit einer Sache kommt er nicht so weit, ne? Also ich würde sagen, an erster Stelle den Umweltschutz, also mit, wie es jetzt auch in vielen Medien propagiert wird, mit diesem Kunststoff- und Plastikmüll. Und zweitens wäre für mich ganz wichtig, dass alle kriegerische Auseinandersetzungen aufhören würden. Mhm. Was ist denn Ihr größter Traum, den Sie sich noch erfüllen möchten? Tja, gesund bleiben, wirklich noch viel wandern gehen und viel Zeit mit meiner Familie. Und mittlerweile haben wir einen Enkel auch, mit dem zu verbringen. Ach, schön. Welche drei Ratschläge würden Sie Ihrem 20 Jahre jüngeren Ich geben? Ich würde sagen, vielleicht nicht immer gleich alles auf dem Knie brechen wollen, ein bisschen geduldiger sein. Ich war oftmals auch ein bisschen zu schnell oder zu impulsiv. Ich weiß es nicht, wie ich sagen soll. Mehr Gelassenheit wäre besser. Mehr Gelassenheit. Sehr schön. Wie kann man denn mit Ihnen jetzt Kontakt aufnehmen, beziehungsweise mit Ihnen persönlich oder zu Kove? Wollen Sie noch Homepage mitteilen? Ja, also unsere Homepage ist www.kove.de. Sie können uns auf allen Medien finden, auf Instagram, auf LinkedIn, auf Facebook. Überall gibt es Möglichkeiten. Und Sie persönlich, wo findet man Sie am meisten an? In welchen Ihrer Ateliers? Also ich bin meistens in Düsseldorf, in unserem Headquarter, also in unserer Zentrale. Ansonsten auch in vielen unserer Shops. Gut. Vielen Dank, Herr Degorsi. Vielen Dank für die tollen Einblicke und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich danke Ihnen. Und auch an dich, lieber Stilgenusshörer. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Na, möchtest du auch dein volles Potenzial ausnutzen?
das nach außen tragen, was du innen schon längst hast und mehr Anerkennung und Erfolg bekommen? Dann bewirb dich jetzt für ein exklusives Stil- und Image-Coaching. Schreib mir unter shirin@shirinsaid.com. Ich freue mich auf dich. Deine Shirin.